Also Leute, ich laufe hier gerade durch die Straßen von Pai, spiele ein bisschen Ukulele. Und also ich weiß nicht, kann Leben irgendwie besser sein als das gerade? Ich glaube nicht, ey. So, ich dachte, ich nehme euch so mal ein bisschen mit. Guckt mal, wie schön es hier ist. Es ist so krass. Und jetzt müssen wir hier ein kleines Hindernis bewältigen. Da nehme ich euch jetzt mal mit. Oh mein Gott. Oh shit. Okay, wir haben es geschafft. Weiter geht's. Boah, eine Kuh. Und noch eine Kuh. Oh, guck mal, wie schön der Platz hier ist. Und hier sitze ich auf einem Stein und werde jetzt ein bisschen Ukulele spielen. Und ich wollte euch noch ein bisschen was erzählen, was so die letzten Tage abging. Ich habe es wieder nicht geschafft, einfach irgendwie die Videos zu schneiden. Es ist einfach so viel passiert und die ganze Zeit mit Leuten unterwegs und so. Was natürlich ganz cool ist, und ich habe die Kamera halt auch hin und wieder einfach mal zu Hause gelassen und so. Ja, und zwar habe ich in Chiang Mai viele coole Leute noch kennengelernt, und zwar unter anderem Marlene. Und Marlene kommt nämlich auch aus Deutschland und hat ihre Ukulele mitgebracht, beziehungsweise sich hier eine Ukulele gekauft. Und in unserem Hostel gab es ja auch eine Gitarre, und dann haben wir halt zusammen ein bisschen gejammt. Und ja, sie hat mich auch inspiriert, jetzt selbst eine Ukulele zu kaufen, und ich bereue es wirklich gar nicht. Ich glaube wirklich so zwei ganze Nachmittage einfach nur mit der Ukulele verbracht und irgendwelche Dinge gelernt, einfach gespielt und so. Hat so Spaß gemacht. Genau, ich bin auf jeden Fall nach einigen coolen Abenden und auch Ausflügen in Chiang Mai jetzt nach Pai gekommen mit dem Minivan. Und bin sogar mit zwei anderen Leuten, die ich in Chiang Mai kennengelernt habe, zusammen hierhin gereist. Und wir sind in einem ganz cuten Hostel, was eigentlich mitten in der Natur ist. Und ja, ist auf jeden Fall super angenehm. Nur die Stromsituation ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen, weil ich kann mein ganzes Zeug nicht richtig aufladen. Es gibt, glaube ich, so zwei oder drei Steckdosen für, ja, 12 Leute oder so im Zimmer. Das ist ein bisschen kritisch. Naja, kriegen wir irgendwie schon hin. Ja, aber jetzt in Pai haben wir auch ein bisschen Sightseeing gemacht, haben uns hier einige Dinge angeguckt. Ich war jetzt auch gestern auf einer Techno-Party. Und ja, ich muss schon sagen, also keine Ahnung, es war schon lustig und so, aber so richtig gut war das auf jeden Fall nicht. Es waren auch gar nicht so viele Leute da, also es war auf jeden Fall mitten im Dschungel, das war ganz cool, aber eigentlich auch so ein abgesperrtes Gelände, sag ich mal, also ja, nicht ganz so der Dschungel-Vibe, den ich mir gewünscht hätte für so ein Dschungel-Rave. Naja, ich habe es trotzdem ausprobiert und war auf jeden Fall trotzdem eine lustige Erfahrung. Genau, und morgen ist es soweit. Morgen fahre ich zurück nach Chiang Mai und werde noch eine Nacht im Hostel schlafen. Vielleicht auch die erste Hälfte des Tages noch in Pai verbringen und dann nach Chiang Mai fahren. Weil übermorgen möchte ich so ein Meditationsretreat anfangen bei buddhistischen Mönchen. Und ja, das kann man halt nur ein Minimum von 3 Tagen machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da filmen werde. Ich glaube eher nicht. Aber ich werde auf jeden Fall viel zu erzählen haben danach, glaube ich. Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ne? Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Und dann sehen wir uns bald wieder.